Heute möchte ich dir zeigen, wie du in 5 einfachen Schritten einen sehr guten Drum-Sound bekommen kannst. Sind wir ehrlich, ich kann dir in so einem kurzen YouTube-Tutorial jetzt nicht alles erklären, auf was du beim Drum-Mixing achten musst, aber mein Ziel ist es, dir einen sehr einfachen und effektiven Weg in 5 Schritten zu zeigen, wie du zu einem guten Drum-Sound kommst, ohne die üblichen Fehler zu machen. Kommt dir zum Beispiel das bekannt vor? Jemand möchte seine Drums abmischen. Das erste, was er macht, ist, er zieht alle Fader runter. Dann zieht er den Fader von seiner Bassdrum hoch und fängt an, die mit EQ, mit Kompression, mit Saturation zu arbeiten und was man nicht noch alles macht, um einen fetten Bassdrum-Sound zu bekommen. Irgendwann nach einer halben Stunde hat er dann den Bassdrum-Sound und ist zufrieden damit, weil er das so im YouTube-Tutorial gesehen hat. Er zieht den Bassdrum-Fader runter, zieht seinen Snare-Drum-Fader hoch und fängt an, seine Snare-Drum zu bearbeiten. Wieder mit EQ, mit Kompression, mit Distortion, mit Delay, mit Hall und so weiter. So lange, bis er den perfekten Snare-Drum-Sound hat, weil er das so im YouTube-Video gesehen hat. Und so macht er das jetzt mit allen Spuren, bis er dann irgendwann mal nach 2-3 Stunden fertig ist. Dann denkt er sich, okay, ich bin fertig mit meinem Drum-Sound, jetzt ziehe ich mal alle Spuren hoch und höre mir mein Drumset an, nur um dann festzustellen, dass nichts zusammenpasst. Und um das zu vermeiden, möchte ich dir heute einen einfacheren Weg zeigen, wie du deine Drums effektiver und schneller mischen kannst. Und wer möchte das schon nicht? Ich denke, das Wichtigste, was du beachten musst, wenn es ums Schlagzeug abmischen geht, ist, dass das Schlagzeug ein Instrument ist, das von einem Musiker gespielt wird. Natürlich ist das Schlagzeug ein komplexes Instrument, es besteht aus vielen unterschiedlichen Instrumenten und wird mit vielen unterschiedlichen Mikrofonen abgenommen, aber letztendlich ist es eine Einheit und ein Instrument. Und deswegen solltest du das Schlagzeug auch als solches abmischen. Wie das genau funktioniert und wie diese 5 Schritte genau hintereinander gehen, das zeige ich dir gleich im Projekt. Wenn du neu hier bist, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du bessere Musikproduktion von zu Hause aus machst. Wenn dich das interessiert, dann hau jetzt den Abonnieren-Button rein, drück die Glocke und verpasst kein Video mehr. Jetzt geht's ins Projekt. Viel Spaß! Okay, Schritt Nummer 1 ist, wie ich schon eingangs erwähnt habe im Intro, dass wir alle unsere Drumspuren auf einen Bus legen, beziehungsweise auf eine Gruppenspur. Ich nenne es mal Gruppenspur. In Logic heißt es Bus, ist immer ein bisschen verwirrend. Also, wir legen alle Drumspuren hier auf eine Drum-Gruppenspur. Das habe ich hier schon angelegt. Das ist Bus 1 und hier meine Kickdrum, meine Snare-Drum, meine Hi-Hat, Toms und so weiter gehen alle durch dieses Nadelöhr. Das hat den Vorteil, dass ich mein komplettes Schlagzeug, was ja ein Instrument ist, über einen Fader steuern kann. Wenn ich es jetzt mal laufen lasse, kann ich hier also runterziehen und habe alle Instrumente, alle Schlagzeuginstrumente somit hier auf einer Spur. Das macht es mir schon mal wesentlich einfacher in der Bearbeitung. Schritt Nummer 2 ist, die Spuren richtig auszubalancieren. Je nachdem, ob du Anfänger bist, ob du schon ein geübteres Ohr hast, dauert das kürzer oder länger, so ein Schlagzeug einzustellen. Aber wenn du ein bisschen Erfahrung hast, geht es eigentlich recht zügig. Ich mache es jetzt so, dass ich mit der Kick anfange und dann nacheinander relativ schnell alle Spuren hochziehe. Und dann versucht, ihn so in die Balance zu bringen. Out. Bin ich jetzt schon ganz zufrieden so mit dem Mix, das ging zügig. Shaker hat noch nicht gespielt jetzt hier, Triangle auch nicht. Das sind aber Sachen, die sind auch nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal Kick, Snare, Toms, Hi-Hat, Room-Mikrofone. Und ging jetzt relativ zügig, sondern müssen wir nach schauen, wo die Toms spielen.
muss ich gerade mal in die Spur reingucken. Wir nehmen gerade mal das hier raus und das machen wir auch richtig zügig. Dann nehme ich, ah ja, das ist eh nur eine Spur, okay. Ja, so. Okay, das war's zunächst mal schon. Jetzt haben wir hier einen groben Grund-Drum-Mix. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ich habe dazwischen drin auch ein bisschen gelabert, deswegen geht es normalerweise noch schneller. Wir haben jetzt einen groben Drum-Mix schon mal. Und das ging recht zügig, ohne an irgendwelchen Einzelspuren rumgefummelt zu haben. Das ist ganz wichtig, sondern wir haben einfach jetzt dieses Einzelinstrument, dieses Einzelschlagzeug mit seinen einzelnen Instrumenten in eine Nuance oder in eine Lautstärke-Balance gebracht, die uns gut gefällt und die mir gut gefällt in dem Fall, die mir gut gefällt und die erstmal einigermaßen passt jetzt als Startpunkt. Und jetzt geht's weiter mit Schritt Nummer 3. Und hier geht's darum, schlechte Frequenzen abzusenken. Wir wollen keine Frequenzen anheben, sondern wir wollen schlechte Frequenzen absenken. Und das bedeutet, dass ich durch jede Spur einfach durchgehe und durch die Frequenzen so ein bisschen sweepe, wenn mir was auffällt. Wenn mir jetzt hier beim Abmischen schon gar nichts auffällt, dann brauche ich das auch nicht zu machen. Und in diesem Fall war das jetzt hier die Snare Drum als Beispiel. Ich mache es jetzt aus Zeitgründen nicht alle jede Spur einzeln. Und ich mache es einfach so, dass ich hier mir dann einen Equalizer reinziehe und dann sweepe ich hier, ich habe die hier schon gefunden, dann sweepe ich hier einfach durch die Frequenzbänder durch. Wenn mich was stört, meistens ist es so ein Ring beim Snare, so ein bisschen störendes Geräusch. Und dann versuche ich den zu finden. Auch nicht einzeln, sondern mit dem Gesamtjumpset auch. Ja? Ah, diese Spur. Nochmal. Also in dem Fall wäre jetzt hier dieser Ring gewesen. Wo habe ich den schon abgesenkt? Hier, genau. Und wir können nochmal anheben und absenken oder ohne und mit. Mach die mal lauter. Also abgesenkt jetzt. Also so ein Ring in der Snare Drum, so ein Klingeln, ja, so ein Ring könnte sein, dass es dich stört. Es kann aber auch gerade den Charme von so einer Snare Drum ausmachen. Das ist immer Geschmackssache. Also mir gefällt so eine Snare Drum jetzt, ich würde es jetzt gar nicht absenken. Das war nur als Beispiel jetzt, dass ich einfach durch die Spuren durchgehe, wo mir beim Abmischen, beim groben Abmischen schon was aufgefallen ist und dass ich dann die Frequenzen dort absenke, die mir nicht gefallen oder die Probleme machen. Ich habe jetzt keine Frequenzen angehoben und in dem Fall mache ich jetzt sogar gar nichts an diesem Drumset, sondern ich lasse alles so. Okay, und dann können wir weitergehen zu Schritt Nummer 4. Und das ist die EQ-Bearbeitung im Drumbass selber, also in der Gruppenspur der Drums. Ich versuche jetzt das Schlagzeug selbst durch eine Frequenzbearbeitung noch zu verbessern und versuche, was kann ich da noch rausholen. Ich benutze ganz gern den Graphic EQ von Logic selber, ist aber völlig egal, welchen du benutzt. Und auch hier gibt es mehr oder weniger ein paar Standardsachen, nach denen ich immer suche, zumindest bei den Frequenzen. Zum einen ist es bei den Drums immer ganz gut, wenn du um die 400 Hertz versuchst abzusenken. Das führt oft zu einem wesentlich klareren Sound im Schlagzeug. Was ich auch meistens mache, ist um die 8000 Hertz ein bisschen einen High Shelf zu machen, um die Becken nochmal so ein bisschen anzuheben und den Drums so ein bisschen mehr Schein zu geben. Das funktioniert auch recht oft. Und man kann auch noch versuchen, im Drumbass selber dann den Grundton der Bassdrum, wenn man ihn findet, die Bässe insgesamt noch ein bisschen anzuheben. Auch das probiere ich jetzt mal und ich versuche wirklich zügig vorzugehen und keine Wissenschaft draus zu machen.
Okay, ich habe also versucht, was ich jetzt gehört habe, einfach, ich habe versucht, hier um die 400 Hertz so ein bisschen abzusenken. Ich denke, das hat man auch gehört, dass die Drums dann ein bisschen klarer werden. Ein bisschen Mumpf kann man rausziehen, wie so ein bisschen so ein Teppich vom Schlagzeug ziehen. Und du kannst hier bei um die 8000 Hertz so ein bisschen anheben mit einem High-Shell-Filter. Da hörst du so, hört man so ein bisschen mehr Schein. Wie gesagt, die Becken kommen besser durch. Und hier habe ich einfach auch versucht, den Grundton von der Bassdrum noch ein bisschen zu unterstützen. Muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ich habe jetzt einfach so das aus dem Mischen rausgemacht. Und ich schalte mal ab und an wieder, dass du es besser hören kannst. Also jetzt ist der Equalizer aus. So, jetzt mache ich mal an. Mach mal aus. Mal an. Also, du hörst die EQ-Bearbeitung hier schon. Die Hi-Hat und die Becken kommen hier durch diese. Das will ich hier drauf zeigen, das kannst du gar nicht sehen. Ich zeige auf dem Bildschirm. Die Becken und die Hi-Hats kommen wesentlich besser durch. Durch diese Anhebung hier, durch diesen High-Shelf. Hier wird es ein bisschen. Wird es ein bisschen klarer, einfach durch die Absenkung um die 400. Und hier habe ich versucht, durch den Bassbereich ein bisschen zu unterstützen. Habe ich jetzt relativ zügig gemacht, ein bisschen schlampig, würde ich sonst ein klein wenig genauer machen. Aber mach auch da nicht so eine große Wissenschaft draus. Du kannst es nachher immer noch fein einstellen. Wir wollen ja jetzt hier erstmal einen guten Drum-Sound, guten Grund-Drum-Sound hinkriegen, um die ganze Band nachher insgesamt abzumischen. Ist das erledigt, können wir weitergehen zu Schritt Nummer 5 und das ist die Drum-Bass-Compression. Ich werde jetzt einfach auf die Gruppenspur hier von meinem Schlagzeug noch ein bisschen Kompression draufpacken. Jetzt gar nicht großartig als Effektkompression, um die Drums wesentlich größer zu machen oder lauter zu machen, sondern einfach, um das Instrument ein bisschen kompakter klingen zu lassen, um eventuelle Pegelspitzen abzufangen und noch ein kleines bisschen mehr Punch zu geben, dass wir ein schönes, knackiges, kompaktes Grunddrumset haben. Dazu hole ich mir hier meinen Lieblingskompressor für die Drums oder für den Drum-Bass. Du nimmst einfach den du hast. Ich lasse den hier immer in den Standardeinstellungen und probiere einfach mal ein bisschen rum, welches Ergebnis ich da rausbekommen kann. An. Das war's schon. Ich fahre hier nur eine ganz leichte Kompression, wie gesagt, um das Signal ein bisschen kompakter zu bekommen. Ratio von 1,5 und schaue, dass ich hier eine Gain Reduction von so 1, allerhöchstens 3 habe. Aber du hörst, dass das Signal wesentlich oder dass die Drums ein bisschen knackiger klingen und dass alles ein bisschen kompakter klingt. Schauen wir mal, wie das Ganze sich jetzt anhört. Ich schalte erst nochmal den Equalizer aus und den Kompressor auch auf dem Drumbass hier. Und dann schalte ich sie zu, dass wir sehen, was wir jetzt mit diesen zwei Schritten hier erreicht haben. Und schon hast du einen ordentlichen Drum-Sound. Ohne dass du groß an den Einzelspuren rumgefummelt hast. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja halt, aber Moment, du musst hier noch in den Einzelspuren ja vielleicht die EQ-Bearbeitung machen, bei der Snare-Drum, bei der Kick-Drum, bei den Toms, Room-Compression und was weiß ich was. Ja, das kannst du machen, das musst du aber nicht machen. Das sind alles zusätzliche Schritte. Wichtig bei den Drums ist, wenn du einen Grundmix haben willst und eine gut klingende Drums haben möchtest, ist, dass du die gute Balance hast, dass du Störfrequenzen rausfilterst, dass du deinen Drum-Bass so bearbeitest, dass du eventuell mit dem EQ noch ein bisschen mehr rausholen kannst
dass du eventuell mit einem Kompressor noch ein bisschen mehr rausholen kannst. Auch diese beiden Schritte sind kein Muss. Aber alles, was danach kommt, ist dann eine Entscheidung, wo du dich entscheiden musst im Mix dann insgesamt, brauche ich noch mehr Punch in den Drums, brauche ich noch mehr Punch in der Snare Drum, braucht die einen Kompressor, muss ich da irgendwelche Frequenzen anheben, brauche ich einen einzelnen Kompressor für die Kicks, muss ich meinen Raum komprimieren und so weiter. Und das sind alles zusätzliche Entscheidungen oder Parallel Compression zum Beispiel. Jeder redet heutzutage über Parallel Compression. Kann man machen, habe ich auch ein Video dazu gemacht, aber du musst es nicht unbedingt machen, um einen guten Start-Drum-Sound zu bekommen, den du dann vielleicht auch so lassen kannst. Unter Umständen muss ich jetzt nachher gar nichts mehr verändern. Reichen diese fünf Schritte? Hören wir uns mal jetzt an, wie das Anfangsergebnis war ohne unsere Bearbeitungsschritte und wie das Schlagzeug jetzt klingt. Okay, und der Unterschied ist, denke ich mal, deutlich zu hören. Wenn du noch tiefer ins Drummixing einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Video hier unten. Da zeige ich dir, wie du deine Toms am Schlagzeug schön knackig und schön fett mischen kannst. Da gehen wir dann ein bisschen tiefer in die Schlagzeugbearbeitung rein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein neues Abo oder über einen netten Kommentar. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!